Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shelter 2. Wir sind hier mit unserer großen, süßen Familie wieder auf Großwildjagd. Ich hoffe, wir sind erfolgreich. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Leute, wehe, ihr verratet uns, dann gibt das Ärger. Wenn ich wegen euch jetzt keinen Erfolg habe, ne? Die laufen gleich weg, die laufen gleich weg, die laufen gleich weg. Nee, sie legen sich nicht. Na! Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ich krieg euch, ich krieg euch, ich krieg euch. Zumindest ein von euch. Hä, wo seid ihr denn jetzt hingelaufen? Hamburger Wende und ihr seid nie wieder zu sehen, oder wie sehe ich das hier? Ja, Hamburger Wende und sie sind nie wieder zu sehen. Und auch wenn es logisch klingt, von vorne kann ich sie ja anscheinend nicht erlegen. Was ich sehr schade finde, aber gut, ich kann es nicht ändern. Von der Seite geht's ja auch nicht, also es muss anscheinend wirklich direkt von hinten sein. Ferkel, der jetzt an etwas anderes denkt als an Beute reißen. So, Karnickel. Was haben wir da hinten? Einen neuen Versuch haben wir da hinten. So, meine Kleinen. Ihr könnt noch mal zeigen, was ihr könnt. Da kann ich das wahrscheinlich wieder nicht, weil die in irgendein Gebüsch verschwinden. Kommt mal hierher. Oh, ich sehe schon kommen, das wird nix. Das wird doch nix, das wird doch nix, das wird doch nix. Oh je. Doch, das wird was. Sehr schön. Kommt her, Essen ist fertig. Wir haben schon echt hübsche Kinder. Das muss man ja mal so sagen, ne? Wir haben echt hübsche Kinder. Aber ich glaube, das denkt sich jede Mutter. So, dann werden wir uns erstmal wieder mit ein paar Karnickeln begnügen. Was klingt hier denn immer so komisch? Okay. So, da kann ich. Oh! Meine Augen erspähen was Besseres als Karnickel. So wird das nichts. Mist, wir ducken uns jetzt schon. Das wird, glaube ich, schwierig. Ah. Weh, ich fall wieder ins Wasser. Lass das scheiß Karnickel fallen. So. So, dann kommt mal her und futtert. Hier unten gibt es auch noch ein Kaninchen, das ich versehentlich gefangen habe. Ihr kleinen Fresssäcke. Ihr seid echt der Hammer. Ihr seid so der Knüller. So, aber ich denke mal, wir geben unseren Kleinen hier schon was Gutes mit auf den Weg. Eine gute Erfahrung, ein gutes Jagdverhalten. Ich hoffe, sie übernehmen nicht meine Fehler. Das wäre natürlich sehr schön. So wie sich das anhört, meistern sie das aber recht gut. Trinke ich nochmal was? Ach, nö. Oh, was erspähe ich? Spähe schöne Sachen.
So, kann jetzt auch mal wieder fressen. Kann ich gebrauchen, wenn ich die da vorne gleich wieder jagen will. Mensch, diesmal haben wir hier aber wirklich viel Wild. Das ist ja recht cool. Nein, zu früh losgelaufen. Ihr seid zu früh losgelaufen. Wir können gar nicht richtig spielen, ihr ollen Pfeifen. Und du drehst doch gleich bestimmt wieder auf dem Absatz um. Ja, siehst du? Dich kriege ich aber trotzdem. Und zwar jetzt. Aha. Seht ihr, Kinder, so wird's gemacht. Bon Appetit. Oh, so süß. Gott, was macht denn Akira da? Voll die Zitterattacke. Die ist total geflasht von dem guten Essen. So, da unten haben wir Karnickel. Gehen wir uns damit noch ab? Ich weiß ja nicht. Na gut, in Ermangelung an Wild müssen wir das aber, glaube ich, mal kurz. Aber vorne haben wir eine bessere Chance. Huch, ich laufe schon wieder gegen einen Felsen. Und Angriff! Huch. Das ist ja jetzt das zweite, da schwamm mir eben das Bild ein bisschen weg. Huch, wolltest du ja gerade auch noch was fangen, oder? Ach nee, du bist zu mir gekommen, weil ich gerufen habe. Blöde Frage. Aha. Ich habe was gefunden. Komm mal ein Stück hier mit rum. Denn von hinten ist besser. Ja, ihr habt richtig gehört. Okay, wir werden mal wieder in der Jagd gestört. So. Ja, ich weiß, ich kann da hochspringen. Ich weiß, ich kann da hochspringen. Ich weiß, ich kann da hochspringen. So. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Aha. So, kommt her. Genießt euer Mahl. Akira ist schon wieder völlig geflasht. Oh, dieses geile Essen. Oh, es ist so gut. So. Achso, das ist nur der Rest. Da oben ist ein Karnickel. Da unten sehen wir auch gerade nichts anderes. Beutetechnisch gerade ein bisschen mager. Sehen wir denn auch in den Bäumen nichts? Nicht irgendwie ein schönes Nestchen oder so? Leckere Eier? Nein, natürlich nicht. Nee. Naja gut, gehen wir hier nochmal ein paar Karnickel jagen. Sehr gut. Aha. Oha. Sehr, sehr gut. Achso, du gehst da mit ran. Das passt schon. So. Okay, hier sieht das alles irgendwie ein bisschen abgefrühstückt aus. Was machst du denn da? Da unten haben wir wieder Großwild, habe ich gesagt, abgefrühstückt. Aha, noch lange nicht. Nie nicht. Okay, wir laufen mal ein Stück, das dauert ja sonst ein bisschen lange.
So. Ja, okay, so kommen wir schon wieder so von hinten, von der Seite, oder von vorne, den hier im Busch, mit dem habe ich nicht gerechnet. Wer kennt ihn nicht? Der gemeine Buschhirsch. Ups, da war noch ein Buschhirsch. Und da ruckelt schon wieder. Warum ruckelt das denn gerade so? Ist ja doof. Oh nein, ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Ich muss dich jetzt erwischen. Meine letzte Gelegenheit ist im Prinzip jetzt. Shit. Nein, es tut mir leid, meine lieben Kinder. Ich habe euch enttäuscht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Oh, da vorne steht's noch. Nein, läuft wieder. Ist mir hängen geblieben. Passiert mir auch öfters. Ist peinlich, aber na gut, so was kommt halt vor. Das, ne? Jeder bleibt mal irgendwo hängen. Wo ist Akira? Da ist sie. Kinder, bleibt in meiner Nähe. Der Herbst ist wieder da. Ach, sie sind so süß. Okay, wir haben keinen Ausdauerbalken mehr. Unsere Kleinen bleiben stehen. Wir wissen, was das heißt. Der traurige Moment des Abschieds ist wieder da. Ich finde das immer so traurig, wenn die denn gehen. Und dennoch mit dieser Musik, das ist total gemein. Gleich gehen sie alle wieder und wir sind für uns und so fies. Da gehen sie jetzt ihren eigenen Weg. Da laufen sie. Oder einen sehe ich nur noch. Aber wir haben sie gut aufs Leben vorbereitet. Sie werden es schon schaffen. Und wir haben alle vier Jungen durchgebracht. Also, wir brauchen uns keine Vorwürfe machen. Es ist alles gut. Aber jetzt muss man sich eben erstmal wieder daran gewöhnen, auf sich allein gestellt zu sein. Oder nur für sich allein verantwortlich zu sein, eher gesagt. Allein gehen wir jetzt mal wieder Richtung Heimat. Ich finde das wirklich immer sehr traurig, wenn die Jungen weggehen. Ich meine, klar, dass sie jetzt da nicht irgendwie so ein großes Zeremoniell draus machen und keine Ahnung, Feuerwerk oder sagen, oh, tschüss, Mutti, das ist schon klar. Das machen die natürlich so auch nicht, aber ach, sie sind denn einfach plötzlich weg und man ist alleine und ich finde das so traurig. Und die Musikuntermalung, die macht das irgendwie nicht fröhlicher. Okay, aber jetzt fröhliche Musik würde denn natürlich auch nicht passen, ne? So, wir können mal wieder essen. Wir haben keine Jungen, die uns das Fell vom Kopf futtern. Doch, seit 2 Jahren erstmal wieder futtern. Na. So. Erstmal wieder richtig gut satt fressen.
Mensch, wir sind jetzt schon ziemlich satt. Und so satt gefuttert, gehen wir mal nach Hause in unser altes Lager. Ja. Ein recht guter Zeitpunkt, denn es regnet und es blitzt und huch. Karnickel spawnen vor unserer Nase. Na gut, das ist da, das können wir uns nochmal holen. Wenn das schon vor unserer Haustür auf uns wartet. Okay, es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren. In unser Lager, wo wir jetzt allein sind. Hier haben wir unsere Jungen großgezogen. Aber wir wissen ja, was jetzt kommt. Es gibt ja wieder ein Happy End. Also, was jetzt so zeichentechnisch da in den Sternen steht, das wüsste ich immer noch gerne. Also, falls mir das jemand sagen kann von euch, immer raus damit. Ob das wirklich eine Bedeutung hat oder ob das jetzt nur so, ja, ich sag's mal einfach nur so mustertechnisch irgendwas da oben ran gemalt wurde. Also das würde ich echt gerne mal wissen. Bisher konnte mir da noch keiner eine Bedeutung zu sagen. Also ich vermute mal, dass das wirklich nur, ich sag jetzt mal wahllos Muster oben in die Sterne gemalt sind. Als Sternbildersatz. Im Prinzip, aber ne, vielleicht findet der ein oder andere, der sich mit sowas auskennt, ja doch nochmal irgendwie zumindest eine Ähnlichkeit oder so, dass man da mal sagen könnte, hey, pass mal auf, das sieht so ähnlich aus wie dies und das sieht so ähnlich aus wie das. Ich finde die Musik immer noch bedrohlich, obwohl ich ja weiß, dass nichts Schlimmes passiert. Na, wo kommt denn unser Mr. White? Auch mit diesem Pfeilmuster jetzt. Das ist doch schön. Unsere Kinder sind weg, aber wir haben jemand Neues gefunden. Perfekt, das ist ein Happy End.